Servus, Gateway-Gamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Herzlich willkommen zu meinem bisher wahrscheinlich ungewöhnlichsten Projekt, zu Jagged Alliance 3. Denn als Hobby-General verschiebe ich ja normalerweise eher Divisionen, Korps oder ganze Armeen und hier, naja, einen kleinen Trupp und dann sind es noch nicht mal echte Armeeangehörige, sondern Söldner. Aber das macht nichts. Jagged Alliance 2 und auch Jagged Alliance 1 waren in meiner Jugend, ja, wobei so jung war ich auch nicht mehr, irgendwas um die Anfang 20 rum. Habe ich damals begleitet, war natürlich für mich taktisch einfach tolle Spiele, storymäßig auch. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sich das alte Flair, ob sich die alte Faszination wieder einstellen wird. Darum spiele ich es jetzt einfach und ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, ob euch sowas hier überhaupt interessiert. Ich probiere es jetzt einfach trotzdem und ich werde das Ganze so machen, wie ich es bei Let's Plays eigentlich üblicherweise immer mache. Das bedeutet, ich fange das Spiel gemeinsam mit euch an. Das wird bedeuten, dass am Anfang sicherlich auch ein bisschen Tutorial mit dabei ist und dass ich mir einige Sachen erst noch draufschaufeln muss. Ich weiß, das kommt bei vielen Leuten nicht gut an, bei anderen wiederum schon. Genau dasselbe gilt für die Kamera. Ich bin hier im Bild, das ist auch eher untypisch hier auf YouTube. Aber was soll's, das ist so mit ein bisschen mein Markenzeichen. Und das machen wir jetzt hier auch genauso weiter. Das Einzige, was ich nicht machen werde, wie bei vielen anderen Let's Plays, sind großartige Zeichnungen und Karten erstellen. Ich glaube, dass das hier auch überhaupt nicht nötig ist. Und für mich ist das jetzt einfach so ein Spiel, wo ich sage, das muss ich einfach zocken. Ich spiele es eh, also kann ich es euch auch zeigen. Und ich hoffe, dass es euch trotzdem auch ein bisschen interessiert. Gut, fangen wir an. Neues Spiel. Schwierigkeitsgrad. Da muss ich auch gar nicht groß überlegen. Stirb langsam, was steht hier? Der standardmäßige Schwierigkeitsgrad bietet eine angemessene Herausforderung in Bezug auf Gefechte und Finanzen. Das wird mir vollkommen ausreichen. Erstens habe ich es ja noch nie gespielt und zweitens, ich möchte auch irgendwo meinen Spaß haben. Es muss nicht alles immer zu schwer sein. Kommando, höherer Schwierigkeitsgrad empfohlen für Veteranen des Spiels. Alle Feinde sind gefährlicher, du hältst weniger Beute und Geld. Veteran bin ich zwar, aber nicht des Spiels, aber eher der Spielereihe. Mission Impossible. Brauchen wir gar nicht gucken. Einfacher Modus. Verringert den Einfluss von Verschleiß und macht es einfacher, sich von Fehlern zu holen. Schnelle Heilung, besseres Einkommen. Machen wir nicht. Tod ist tot. Fortschritt wird automatisch gespeichert. Jeder Tod und jede Entscheidung ist final. Ist eine gute Frage. Bis zum bitteren Ende. Das Speichern während des Gefechts ist deaktiviert und tödliche Waffen, kein am Boden Status. Lass mal auch alles mal aus, wer weiß, was uns hier alles erwartet und wäre ja schade, wenn es gerade richtig Spaß macht und dann ist der Spaß auch schon wieder vorbei. Tutorials anzeigen mache ich noch an. Hier auch, wie gesagt, gleich die Vorwarnung. Ich fange nicht an wie ein Profi, sondern ich arbeite mir das Ganze und wenn ihr da Lust habt, mich auf dieser Reise zu begleiten, herzlich willkommen, würde mich natürlich freuen. Zielen Action-Kamera. Beim Zielen mit Angriffen wird eine besonders cineastische Kamera verwendet. Die Action-Kamera wird bei Waffen mit langer Reichweite immer verwendet, zum Beispiel bei Scharfschützengewehren. Mal, machen wir sie doch mal an. Die Frage ist, die Action-Kamera wird bei Waffen mit langer Reichweite immer verwendet. Ich lasse trotzdem mal an. Unterhaltungen automatisch pausieren, auf Eingabe warten, bevor die nächste Zeile Unterhaltung aufgerufen wird. Das mache ich. Manchmal geht es mir ein bisschen zu schnell. Okay, Spiel starten. Die ursprünglichen Spiele der Jagged Alliance-Reihe aus den 1990ern nahmen Klischees und Stereotypen auf die Schippe, die in den Actionfilmen jenes Jahrzehnts vorherrschend waren. Das stimmt natürlich. Das waren also die Schwarzenegger- und Stallone-Zeiten. Jagged Alliance 3 setzt diese Tradition fort, parodiert allerdings auch aktuelle Geschehnisse und Themen aus der Popkultur. Dieses Spiel ist reine Fiktion und basiert auf keinen echten Personen, Orten oder Ereignissen. Zum Glück, denn viele davon werden in die Luft gejagt. Spieler sind dazu angehalten, es nach eigenem Ermessen zu spielen und sich ihre eigene Meinung über das Spiel zu bilden und darüber, welche Gegnergruppe als erstes eine Granate spendiert bekommt. Natürlich mache ich mir da selber ein Bild von der ganzen Geschichte. Sehr steiliges Zwischenbild. This is Emma LaFontaine. Thank you for agreeing to help me find my father. I don't have much time to talk. I've been told it's no longer safe for me here, so I'm preparing to leave. I can't believe a city that only a few months ago was filled with joy and hope is now a place of fear and suspicion. But perhaps that tells you just how important my father is to this country. You see, Alphonse Lafontaine is much more than just the president. He is the symbol of my people's faith in a brighter future for Grand Chien. Since his abduction, that faith has been shaken. Things like law and justice are fragile concepts here, and the political enemies my father made are already calling for emergency powers to be invoked. I don't know if they are behind the kidnapping, but I am sure they are planning to take advantage of it. The person who took my father calls himself the Measure.
I haven't been able to find out who he really is, but everyone knows what he wants. He has demanded the entire Ajani River Valley be given to him. His followers, who call themselves the Legion, have already seized most of it. But he has vowed to execute my father should the government attempt to intervene. Mm-hmm. I've wired the money you requested. Please, assemble your team and come meet me on Ernie Island at Corazon Santiago's villa. She is the Adonis representative I told you about in my email. Her diamond mining operations can help with additional funding should you need it. My car is here. I have to go. I'll have more details for you when we meet. So, jetzt haben wir schon ein kleines Problem, denn das Spiel ist natürlich auf Deutsch in diesem Fall. Allerdings ist die Vertonung noch auf Englisch wahrscheinlich eine gute Wahl, weil wir die Sprecher hören sich jetzt bis jetzt, die Sprecherin bis jetzt sehr professionell an. Da ist noch nicht ganz klar, vorlesen macht glaube ich keinen Sinn. In dem Fall ist es also, denke ich mal, sinnvoll, dass ihr hier mit drauf schaut. Ansonsten haben wir nämlich zu viele Stimmen, die sich überlagern. AIM, willkommen bei der Rekrutierungswebseite von AIM. Dies ist die Webseite der Association of International Mercenaries, oder kurz AIM. Hier kannst du verschiedene Söldner durchsuchen und anheuern. Für deinen Anfangstrupp wird empfohlen, mindestens 3 Söldner anzuheuern, aber behalte dein Geld im Auge. Du kannst im Verlauf deiner Mission jederzeit Söldner anheuern, also mach dir keine Sorgen, wenn du aktuell nicht genügend Geld hast, um die legendärsten Söldner anzuheuern. Klicke unten auf Fortfahren, um dir unser Angebot genauer anzusehen. Webseiten im Stil von 2001. So. Ah, hier unten habe ich auch schon Empfehlungen. Jetzt schauen wir gerade mal. Wir haben 40.000 auf unserem Bankkonto. Und wenn das so ist wie früher, dann werden die Teams wöchentlich oder monatlich bezahlt, also die Mitglieder. Ich würde mal sagen, ich halte mich tatsächlich mal an die Empfehlungen. Wir haben hier den Steroid. Was ist das? Mechaniker. Vorteile. Steroidhammer. Ein unbewaffneter Angriff, der den Feind durch die Luft schleudert und erheblichen Schaden an Objekten in der Nähe verursacht. Die Genauigkeit basiert auf Kraft anstelle von Geschicklichkeit. Und er kann reparieren. Hoher Bonus bei Prüfungen auf Entschärfen von Fallen, Hacken von Geräten und Knacken von Schlössern. Es kostet einen Aktionspunkt, die Ladehemmung von Waffen zu beheben. Dabei hat er eine Peacemaker-Revolver, eine Brechstange. Zerbricht Schlösser von Türen und Behältern, beschädigt möglicherweise den Inhalt von Behältern. Haltbarkeit verschlechtert sich mit jeder Nutzung, kann nicht repariert werden. Ah ja, stimmt, das war auch so eine große Sache. Waffen reparieren, Gegenstände reparieren, die über die Zeit dann irgendwie auch Verschleiß haben. Und wir haben Kaliber 44 Munition für Revolver und Gewehre mit dabei. Für dich empfohlen, wisst ihr was? Dann nehmen wir ihn doch. 7 Tage Honorar, 5.000. Genau, ich kann es mit dem Geld gerade ein bisschen schlecht abschätzen. Die Vertragskosten dieses Söldners für eine Woche, 5.000. Drum halte ich mich jetzt an die Empfehlungen. Ist vielleicht wenig kreativ, aber die Entwickler werden schon wissen, was sie den Leuten hier am Anfang vorsetzen. Ich kann jetzt relativ schlecht abschätzen, ja, wie schnell so eine Woche rum ist, was man erledigen kann, wenn man Geld reinbekommt. Wir nehmen jetzt einfach mal den Steroid. Guck mal hier. Technik ausgebildet, okay. Biografie. Bobby Gontarski nutzt seine enormen Körperkräfte und seine Ausdauer früh in der Brandbekämpfung in Warschau. Heute gewinnt er damit Feuergefechte in Arulko und unterwirft jede Begegnung seinem Willen. Sein Können mit Werkzeugen und Geräten sind ein netter Bonus zu seiner ausgezeichneten Treffsicherheit und seinem unbeugsamen Geist. Steroid stellt sich jeder Herausforderung mit unerschütterlicher Entschlossenheit und stellt mit seiner beeindruckenden Ausdauer sicher, dass seine Hartnäckigkeit sich auszahlt. Ich sehe jetzt hier oben, der ist aber vom Level her noch Rekrut. Er macht nichts, wir fangen ja auch an. Kontakt. This is Bobby Gontarski. Do you have business? Jawohl, wir haben Arbeit für dich. Und zwar 7 Tage, 5.000. Machen wir mal ein Angebot. I thank you for giving me the business. Ich danke für das Geschäft. Wir sehen uns. Gut. Der Aimbot sagt, Bobby Steroid Gontarski ist dem Team beigetreten. Legen wir da mal auf. Dann empfohlener Sanitäter Dr. Q. Wo befindet sich der Dr. Q? Ah ja, Elite, ein Elite-Arzt. Dr. Q Huang, Biografie, Experte in aggressiver Akupunktur. Beim Besuch eines Seminars über Akupunktur, bei dem er als Gastredner auftrat, hatte Dr. Q die Gelegenheit, seine Fähigkeiten in Sachen Nachtoperationen und Kampfkünste einzusetzen, um in die nahe Anlage eines Drogenbarons einzudringen, dort eine Ladung medizinischer Vorräte zu stehlen und sie in ein nahes Krankenhaus zu liefern. Es heißt, er habe in diesem Fall sein übliches Honorar erlassen, aber Huang dementiert das. Das ist die Biografie. Ja, was hat der für eine Ausrüstung dabei?
explodierende Handfläche. Ein unbewaffneter Angriff, der bewusstlos verursacht. Kampfkünste. Ah, okay. Also Kampfkünste hier. Verbesserte Genauigkeit bei Nahkampfangriffen. Verbesserte Verteidigung gegen Nahkampfangriffe. Müssen wir uns merken. Nachtoperation. Verringerte Genauigkeitsabzüge bei Nacht in unterirdischen Sektoren. Dann hier, was haben wir da? Retter. Stellt 20% mehr Trefferpunkte wieder her, wenn Verbinden eingesetzt wird. Erhalte Gratisbewegung, wenn du Verbinden bei einem Verbündeten einsetzt. Und draufhauen und abhauen. Erhalte Gratisbewegung, nachdem du einen Nahkampfangriff ausgeführt hast. Okay, dann schreibe ich mir auf alle Fälle schon mal für mich auf. Nahkampfexperte. So. Was haben wir da als Nahkampfexperte? Einen leichten Helm. Eine Flakrüstung. Jedes Rüstungsteil schützt ein oder mehrere Körperteile, verringert Schaden und verhindert Crit-Treffer. Rüstung im schlechten Zustand bietet weniger Schadensreduktion. Manche Munitionsarten können Rüstung durchschlagen und dadurch ihre Schutzwirkung verringern. Sprengkörper ignorieren Rüstungen, Nahkampfangriffe durchdringen Rüstung immer. Bewaffnet ist er mit einer FN Browning, 9mm Standard, hoher Schaden, verringerter Bonus durch Zielen, begrenzte Anpassungsoptionen. Das heißt, wir können nicht viel draufschrauben. Da freue ich mich auch schon drauf, die Waffen so ein bisschen zu personalisieren. Im Rucksack hat er einen Sanitätskasten, Medikamente, 9mm Munition und ein Kampfmesser. Nehmen wir, kontaktieren wir ihn mal. Tritt den Angriff dem Team nicht bei. Das ist ja interessant, wird mir empfohlen. Na, dann schließt man das. Vielleicht muss ich mir ein bisschen mehr bieten. Komm, wir bieten ihm mal. Geht nicht. Tritt nicht bei. Dann müssen wir schauen, dass wir uns einen weiteren Doktor hier ranholen. Haben wir den Veteranenarzt noch? Den Tor. Nehmen wir den Tor noch mit. Sieht ein bisschen wilder aus hier, der Arzt. Was haben wir denn hier für ein Biografie ansehen. Thor ist gerade von einem zweiwöchigen Ski-Reinigungsurlaub in New Mexico zurückgekommen und berichtet, dass er zwei Dinge mitgebracht hat. Ein nettes Rezept für Avocado-Smoothies und eine Lust auf Abenteuer. Ja, da sehen wir schon, der Jagged Alliance-Witz ist noch da. Kaufmanns New Age-Lebensstil macht ihn zu einem natürlichen Heiler und seine auf Gleichgewicht ausgerichtete Konditionierung erlauben es ihm, sich heimlich und anmutig zu bewegen. Sein zen-mäßiges Verhalten macht es leicht, seine Kampfrüste zu übersehen, aber im Nahkampf können ihm nur weniger das Wasser reichen. Thor verfügt außerdem über einen äußerst wissbegierigen Intellekt, wodurch er während eines Auftrags beinahe jede nötige Fähigkeit erlernen kann. Ausrüstung, was haben wir denn hier dabei? Produziert alle 48 Stunden eine Kräutermedizin, das hört sich gut an. Heimlich Thor, beim Schleichen für Feinde schwieriger zu entdecken, leicht erhöhte Chance beim heimlichen Töten. Spirituell garantiert minimale Genauigkeit bei hoffnungslosen Angriffen. Stressmanagement. Werde inspiriert, nachdem du zum ersten Mal im Kampf einen negativen Effekt erlitten hast. Inspiriert, erhalte 4 Aktionspunkte, kann einmal pro Zug erhalten werden. Okay, den Sinn, der wird sich bestimmt noch ergeben. FN Browning ebenfalls dabei. Sanitätskasten und Medikamente. Na komm, kontaktieren wir ihn doch mal. Hello, I am Thor Kaufmann. I am always. Ach, der ist Deutscher. What are you proposing? 7 Tage, 11? Für 11.000? Spinnt der? Wir legen nochmal auf. War denn der Dr. Q? Der Dr. Q ist doch wesentlich günstiger gewesen mit 7.000. Puh, aber einen Arzt brauche ich. Haben wir bei den Rekruten noch? Dr. Q für mich. Unten steht er wieder. Dr. Q empfohlen. Kann er wieder? Ja, nee. Hätte mich jetzt auch gewundert. Ja gut, dann müssen wir halt mit der Fox. Wisst ihr was? Ich probiere es jetzt trotzdem einfach mit dem Tor. Was hat hier der andere gekostet? 8.000. Die 3.000 mehr oder weniger, die sind es mir wert. Kontakt. Angebot. Ja, Tor Kaufmann. Ob das nicht jetzt schon meine erste Fehlentscheidung war? Wir werden sehen. Blood ist für mich empfohlen. Wir schauen mal nach. Blood, oh. Blood hier. Erstmal schauen, was Blood so kann. Wo befindet sich Blood? Legendär? Nee. Wo ist denn der gute Blood? Hier ist er nicht. Hier ist Blood. Ein Südafrikaner, Keith Blood Hansen, Präzisionsschütze, hört sich gut an, Kampfkünste, verbesserte Genauigkeit bei Nahkampfangriffen,
Wurfwaffen stürmen und säubern, erhalte nach dem Werfen von Granaten oder nach Angriffen mit der Schrotflinte gratis Bewegung und voller Körperkontakt. Erhalte 15 Eifer bei einem erfolgreichen Nahkampfangriff. Noch weiß ich natürlich nicht so genau, was das bedeutet. Das werden wir uns aber drauf schaufeln. Der hat ebenfalls eine 9mm Browning. Ja, den nehmen wir doch mit. Biografie ansehen. Lass dich nicht vom Platz freundlicher Art täuschen. Er kennt 30 verschiedene Methoden, eine Person mit bloßen Händen umzubringen. Aber er zieht es vor, dies mit einem gekonnt geworfenen Messer zu erledigen. Als ehemaliges Mitglied des ANC tut Keith nichts lieber, als einem unterdrückten Volk beim Sturz von dessen Unterdrückern zu helfen. Vorzugsweise mit außerordentlich gewalttätigen Methoden. Der ist herzlich willkommen. Ich sehe es gerade hier unten. 7 Tage Honorar, $6,440 inklusive 1,540 Versicherung. Kontaktieren wir ihn mal. Angebot. Ja, Blood Hansen ist dabei. So, jetzt haben wir, was haben wir denn jetzt im Team? Wir haben einen Präzisionsschützen, einen Mechaniker. Was gibt es denn noch für Positionen? Was ist das hier? Ein Allrounder. Sprengstoffexperte, Allrounder. Allrounder sind mir eigentlich immer ziemlich recht, muss ich sagen. Wir haben jetzt 3 Mann im Team. Dann nehmen wir uns doch noch einen günstigen Allrounder mit. Den Igor kennen wir natürlich noch aus dem 2. Teil. Was haben wir noch für Grizzly? Steve Grizzly Bornell, Allrounder. Steve Bornell ist so hart, dass er nicht nur Nägel ausspuckt. Wenn er Eisen isst, er schluckt Steine und kackt Betonbunker. Er schreckt vor keinem Kampf zurück und kann dich mit bloßen Händen zu Brei schlagen, nachdem er deinen Panzer mit einem Raketenwerfer gesprengt hat. Und wenn du einen Freund brauchst, ist Grizzly der große, kuschelige Bär an deiner Seite. Hört sich so ein bisschen an wie ein Chuck Norris. Empfohlen wird mir Raven. Was ist Raven? Ebenfalls ein Präzisionsschütze? Nee. Wisst ihr was? Wir nehmen den Grizzly mit. Ein Allrounder, das schadet nicht. Was hat der für eine Ausrüstung? Pistole und ein Messer. Kann umgehen mit schweren Waffen, Maschinengewehre. Ja, das kann man bestimmt brauchen. Aufeinanderfolgende Nahkampfangriffe gegen verschiedene Ziele im selben Zug verursachten 48% zusätzlichen Schaden. Aufeinanderfolgende Nahkampfangriffe, okay. Aus der Hüfte. Angriff mit dem Maschinengewehr. Ah, das passt ja. Eine typische Stallone-Geschichte hier. Angriff mit dem Maschinengewehr, der keinen erhöhten Genauigkeitsabzug erleidet, wenn ohne Aufstellen gefeuert wird. Kontaktieren wir den mal. Anheuern, 7 Tage für $3,000. Excellent. I've been looking for some fun. Sehr schön. Dann legen wir auf. Was haben wir denn hier noch hier auf der AIM-Webseite? AIM-Bewertung. Ah, okay. Da kann ich mir mein Team nochmal anschauen. Was kann ich hier machen? Anschauen. Ich dachte schon, Profil von Tor. Ich dachte schon, ich kann hier vielleicht ein bisschen ausrüsten. Aber nett gemacht. Gefällt mir. Statistiken. Ja. IMP Web. Institut für Mitsöldnerprofile. Alles schön im 90er-Jahre-Webseitenstil. Willkommen beim Institut für Mitsöldnerprofile, IMP. Wir bei IMP kennen uns mit dem Söldnergeschäft nur zu gut aus. Wir können mit Ratschlägen aufwarten, mit denen Sie den Druck jeder Mission bewältigen können und empfehlen Ihnen speziell auf Ihr Team zugeschnittene Söldner. Wir kennen Sie besser, als Sie es selbst tun. Was Sie erhalten? IMP analysiert Sie wissenschaftlich. Wir untersuchen Ihre Persönlichkeit, Ihre körperliche Verfassung sowie Ihre Fähigkeiten und messen dadurch, wer Sie sind und was Sie können. Aktuell haben Sie einen Platz für einen Persönlichkeitsbewerbungstest, PBT, der von Ihnen oder einer beliebigen Person durchgeführt werden kann, um diese als Ihren Söldner einzusetzen. Keine Überraschungen, garantierte Einschätzung Ihrer Fähigkeiten mit wissenschaftlicher Genauigkeit. Was Sie tun müssen? Sie müssen lediglich einen kurzen Fragebogen mit 10 Fragen ausfüllen, den PBT. Sie können den Test durchführen, wann Sie wollen, und Sie erhalten die Ergebnisse schon innerhalb einer Stunde. So schnell sind unsere Computer. Habe ich jetzt nicht genau verstanden. Wir untersuchen Ihre Persönlichkeit. Wer Sie sind und was Sie können. Ein Persönlichkeitstest, der von Ihnen oder einer beliebigen Person durchgeführt werden kann, um diese als Ihren Söldner einzusetzen. Tests. Fehler 400, Neuigkeiten. Nicht gefunden. Galerie. Jetzt hier so Best-of-Fotos oder wie? Nettes Detail. Gut, aber tatsächlich Erfahrungsberichte. Ich bin kein Söldner, aber ich spiele einen im Fernsehen. IMPs schnelle und genaue Profilerstellung lieferte mir genau, was ich brauchte und erwartete C. Bronson. Okay, ich würde mal sagen, RSS-Feed, nee, da geht nichts. Kontakte.
San Francisco, Wallstock Avenue. Ja, würde ich sagen. Escape starten. Lass die Zeit weiterlaufen und warte auf die Ankunft deiner Söldner hier unten. Okay, da kommen sie an. 1, 2, 3, 4 Söldner haben wir jetzt schon. Ich hoffe, dass es mit dem Geld hinhaut. Don't worry, I am here. Zeit der Klientin Emma LaFontaine Bericht zu erstatten. Da mussten wir auf diese Insel, ja? Charlie-Trupp, unbekannter Gegner, Feinde, wissen wir nicht wie viele. Das heißt, wir kommen auf einer Insel an und sind direkt im Kampf. Flag Hill. Schüsse in den Oberkörper lassen sich am einfachsten erzielen. Treffer an anderen Körperteilen können bei Feinden aber zusätzlich Schaden verursachen oder negative Effekte auslösen. Okay, ist klar, der Oberkörper ist natürlich als größtes Körperteil am leichtesten zu treffen. Der Klient erwartet uns auf Ernie Island. Der Klient befindet sich in einer nahegelegenen Villa im Sektor Flag Hill. Söldner auswählen. Oh, wish I had a chopper. Und bewegen. Grizzly here. Weiter rauszoomen kann ich nicht. Hatte drin, die Karte sieht schick aus. Bisschen schade, dass man nicht weiter rauszoomen kann. Das heißt, wir müssen hier hoch. Geht's mal davon aus, dass uns die hier freundlich gesonnen sind. Wir haben ja eine Einladung erhalten. Das ist die Frage, was unterwegs passiert. Was haben wir denn hier? Einen Toten. Was auch immer. Ach, kann ich dann vielleicht hier gleich... Ah, da kann ich dann auch zum Plündern gehen. Ja. Nehmen wir mal alle aus hier. Ist hier was zu finden? Sieht nicht so aus. Copy that. Da kann man schon irgendwo Gegenstände finden. Nee. We copy. Da ist nichts. We're on our way. Na, dann gehen wir mal. I sense an evil aura up ahead. Thor, unser spiritueller Arzt, spürt eine Präsenz hier irgendwo da vorne. Zwei Mann, ein Scherge. Macht jetzt der? Geht jetzt ein bisschen. Nettes Detail. Und hier ein Scherge und noch ein Scherge. Gut, dann haben wir jetzt wahrscheinlich gleich unser erstes Gefecht. What is up, man? Ich muss nochmal schauen. Präzisionsschütze ist der Blatt. Thor ist unser Arzt. Wer war denn da für den Nahkampfangriff? Ich glaube, der Thor war das, gell? Unser Arzt, unser Medic. Sichtbare Feinde 2. Okay, dann können die also sehen. Da bringen wir mal das. Wer war? Blatt. Taking a walk. I think I see something over there. Ja? Stellen wir mal Grizzly mit here. Grizzly jemand an unserer Flanke, falls der. Hier drüben haben wir noch einen Typen, falls der kommt. Sind wir gesehen worden? Warte. Ja. Der Scherge hat Grizzly bemerkt. Ich hoffe, dass die jetzt auch bloß Pistolen haben. Wir können ja mal schauen. Ja, sieht danach aus, wenn die ebenfalls bloß Pistolen haben. Dann Deckung suchen. Vielleicht können wir mit dem auch schon feuern hier. Blood's gonna draw some blood. 18 Schaden, 3% kritischer Treffer und die Wahrscheinlichkeit. Mit rechts kann ich zielen. Ah ja, der Gleis wird kleiner, das heißt wahrscheinlich haben wir eine höhere Treffwahrscheinlichkeit. Kostet uns 5 Aktionspunkte. Dann gehen wir doch mal auf 6, dann können wir zweimal schießen. Erster Treffer. Zweiter Treffer und der erste Gegner ist ausgeschaltet. Kann ich jetzt noch in die Hocke gehen oder mich bewegen? Einen Aktionspunkt müsste ich ja noch haben. Wo stehen denn die Aktionspunkte? Ah, hier drüben, links. 1, alles klar. Blatt hat keine Aktionspunkte mehr und kann in dieser Runde keine Aktionen mehr durchführen. Du kannst einen anderen Söldner wählen. Das werden wir machen. Ja. Steroid. Und der verwertet beim Schießen. Was der Blatt hatte, Präzisionsschütze.
Geschwindigkeit 84, Beweglichkeit 84. Treffer 78 und der Steroid. Moment, der hat ja viel bessere Werte. Ah, schade, es bleibt nicht stehen. Trefferwahrscheinlichkeit 89 oder Treffen. Ja, komm, probieren wir es doch einfach mal. Gehen wir uns dahin. Wir suchen denselben Schuss hier. This one will fall before me. Ah, der hat bloß noch 5 Aktionspunkte. Hat der weniger Aktionspunkte? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Wir probieren es mal. Treffer. Hallo. Hallo. Wie heißt der Kaufmann? Thor Kaufmann. Gut, kann der treffen. Treffer 74. Eigentlich auch nicht so verkehrt. Bring den jetzt mal hier ran. Hat noch 6 Aktionspunkte. My mind is focused, my body is relaxed. Die gehen wir alle mit einem Schuss auf dem Oberkörper. Und der zweite ist down. Müssen wir nur schauen, ob Grizzly, wie treffsicher ist Grizzly? 79. Wir haben noch 9 Aktionspunkte. Ich würde sagen, wir probieren den ersten Schuss mit 5. Ja. So, ich kann auch alles schnell auswählen. Die Tastaturbefehle habe ich mir woanders hingelegt. Ein kleiner Hinweis in der deutschen Version. Ist es eine Taste, die man nicht erreichen kann, muss man also manuell umlegen, habe ich vorher schon mal gemacht. Die Sichtbarkeit von interaktiven Objekten auf der Karte kannst du mit Alt-Taste umschalten. Benutze linke Maustaste, um mit ihnen zu interagieren. Drücken wir mal Alt. Ah, okay, das mag ich, weil was ich nicht mag, dafür ist mir die Zeit zu schade, ist dann ein Gelände abzusuchen, wie früher bei den Point-and-Click-Adventuren und jedes Pixel anzuwählen, ob da was zu finden ist. Sehr, sehr angenehm, dass solche Sachen angezeigt werden. Jetzt hoffe ich mal, dass wir von den Gegnern Waffen bekommen. I hope there is some protein powder in here. Leiche, Medikamente. Truppenrucksäcke. Ah, das ist gut. Ich kann hier gleich die Medikamente dem Tor zustecken. Meinem Doc, meinem Medic. Vergleichen. Okay. Das war's. Was haben wir hier noch? Hier drüben steht was. Schicken wir mal den Vorkaufmann hin. Untersuchen. An diesem Ort haben 5 tapfere französische Kommandos eine ganze Kompanie der deutschen Kriegsmarine abgewehrt und der Garnison von Fort Le Bleu Zeit verschafft. Zeit verschafft, sich vorzubereiten. Okay. Mich wundert es ein bisschen, dass ich hier nicht weitere Waffen aufsammeln kann. Tatsächlich nicht. Ist komisch, oder? Ich meine, die haben ja geschossen. Warum soll ich die Waffen nicht aufsammeln können? I should be working out. Offensichtlich. Geht das nicht? Dann wählen wir mal alle Söldner aus. Take a deep breath. And release. Alt-Taste, hier ist nichts mehr zu finden. Every journey begins with a single step. Hier sind ebenfalls schon 2 Soldaten tot. Vielleicht waren das die hier oben auf dem Hügel sind. No sweat. Let's see what kind of snacks we got here. Toter Soldat und Leiche, der wird unterschieden. 9mm Munition. Weiß ich gerade gar nicht, wer eine 9mm Munition braucht. Truppvorräte. Was sind denn wohl Truppvorräte? Packt jemand die Truppvorräte? Sind die dann für alle zugänglich? Höchstwahrscheinlich, ne? Sollte dann so sein. Kann ich eigentlich mein Logo ändern? Was ist hier? Links oben Truppverwaltung. Neuer Trupp. Das ist der Charlie-Trupp. Kann ich den umbenennen? Ah, okay, da kann man durchsortieren lassen. Berufe ist gut. Beruf. Steroid. Berufmechaniker. Schließen. Trägt hier noch was rum. Da ist die Frage, ob man das Gelände hier plündern mit Steroid. Ist da was, wenn wir eh schon hier sind? Können wir auch gleich plündern. Ich wollte mich gerade selber fragen, ob ich jetzt schnell hier hochgehen sollte.
Aber wenn es was zu plündern gibt. Denn wir brauchen Geld. Bauteile zum Modifizieren von Waffen. Für die Operation Gegenstände reparieren. In der Satellitenansicht. Gut, nehmen wir uns mal mit. Wer ist hier mein Mechaniker nochmal? Ich kann mir sowas immer nicht merken. Steroid. Ja, das passt. Dann packt man das mal in den Rucksack von Steroid. Und was haben wir hier? Wurfgeschosse. Leuchtstäbe, Rauchgranaten und Molotow-Cocktails zählen zu den Wurfgeschossen. Die Wurfreichweite hängt von der Eigenschaft Kraft ab. Missgeschicke können die Flugbahn des Sprengkörpers verändern. Das Risiko eines Missgeschicks kann durch eine hohe Fertigkeit im Umgang mit Sprengstoff vermindert werden. Ja, ich merke schon auf alle Fälle und ich gehe jetzt mal davon aus, dass uns die Söldner hier mit der Zeit ans Herz wachsen. Gerade eben sind sie natürlich noch ein bisschen anonym für mich. Ah, I should be working out. Gut, dann gehen wir mal nach unten wieder. Right on. Ah, wisst ihr was? Hier ist ja nochmal was zum Looten. Längst haben wir hier, glaube ich, einen Gewehrschützen. Macht nichts. Copy that. Den werden wir uns schnappen. Ja, der sieht uns hier wahrscheinlich dann gleich. Every journey begins with a single step. Schauen wir uns mal, wie wir jetzt noch ankommen. Plünder mit Tor. Ja. Ah ja. Meine Links-Rechts-Klick-Schwäche greift wieder an. Eine Flakweste. Ich kann ja mal schauen, wer noch keine hat. Bisher hat lediglich Tor eine Flakweste. Ich würde sagen, mit wem gehen wir dann eher in den Nahkampf? Vielleicht mit dem Allrounder, Treffsicherheit. Das mal schon sprengen für Spreng 37, Kraft 85. Hey, komm, die kriegt jetzt der Steroid. Das Ding ist in bad shape. Must let me fix it. Das Ding ist in einem schlechten Zustand. Macht nichts. Können wir reparieren, aber nicht jetzt. Ah. Ja, okay. So, Bursche, was ist mit dir? Bastian? Ulala, don't shoot. I'm just a bystander here. An innocent civilian. I heard some shots fired up the hill. I came to take a look and I saw the Legion getting their asses kicked. Schüsse vom Hügel her gehört, das heißt die Toten wieder gefunden haben. Er ist gekommen, um zu sehen, wie die Legion fertig gemacht wird. Genau, die Legion ist ja verantwortlich für die Entführung von dem Vater von der Emma LaFontaine, wo wir hin sollen. Weiter. I was just doing a bit of scavenging on the beach. Yeah, that's how I provide for my family. Ah, mit Plündern sorgt er für seine Familie. Zivilist, ach wirklich? That gun just for shooting squirrels, then? Die Knarre ist dann wohl für Eichhörnchen, was? Oh, you mean this gun here? It's just... It's just for protection, boss. These are dangerous times on the island. So, aha, gefährliche Zeiten auf der Insel, die ist nur zum Schutz da. Na komm, lass schauen wir mal, was er weiß über die Legion. Well, that's the Patriotic Legion of Grand Chien. Quite a gang they are. I think some of them were trying to snatch that Emma girl, the president's daughter, but I guess that didn't work out. Genau, die wollten die Präsidententochter Emma entführen. Hat nicht geklappt. Was weißt du über Emma? Don't know nothing, boss. I've just heard that the Major wants the girl. I guess he wishes to complete the set with her father. Ich weiß nicht, sie haben nur gehört, dass der Major sie haben will. Er will wohl mit ihrem Vater die Sammlung vervollständigen. Wer ist der Major? Jetzt holen wir uns mal die Informationen von dem. Well, he's the leader of the Legion, of course. No one really seems to know him at all. Very mysterious figure. Very dangerous. Gut, das bist du natürlich schon. Please. Bestien möchte weg. Nee, nee. Du hast also Familie? Oh, yes, boss. A big family over in the Rust. That's what we call the area just east of town. It's not a nice place. My boys cannot play football without tripping on old war equipment. In the Rust ist eine Stadt wahrscheinlich. Also eine Familie in the Rust. Das ist wohl ein ziemlich gefährliches Gebiet. They depend on me, you see. If I don't bring home the bacon, they don't eat. My poor family. Wenn ich nichts verdiene, essen sie nichts, meine arme Familie. Tja.
Ich lasse ihn laufen. Oh mal tschüss. Diese Aktion könnte gravierende Konsequenzen haben. Macht nichts. Very kind of you to let me be on my way. Thank you. If your travels take you through the Rust anytime soon, you're welcome to visit my family. We'll give you all the hospitality you deserve. I'll give it to you good, I promise. Na, da bin ich mal gespannt, ob er uns wirklich dann willkommen heißt, wenn wir in der Stadt The Rust mal sind. What is this thing here? Well, it's no turkey dinner. Diamanten. Eine Handvoll winziger Diamanten kann für Geld verkauft werden. Rucksack von Thor. Was stand da? Kann für Geld verkauft werden. Ach, du kannst Wertgegenstände direkt über das Gegenstandsmenü verkaufen, das du mit rechtem Mausklick öffnest. Verkaufen für 500. Das machen wir. Durch diese Aktion wird der Gegenstand zerstört. Bist du sicher? Ja. Dafür haben wir... Ich hatte gehofft, wir bekommen ein bisschen mehr. 500 ist jetzt nicht wirklich viel. Sonst sind hier keine Gegenstände mehr. Ja, okay. Beute, Medizin. Vom Tor. Dann haben wir doch noch was. Bauteile. Und 762 NATO-Standardmunition. Vier Gewehre. Truppvorräte. Dann packen wir das doch mal hier zu den Truppvorräten dazu. Für 762 habe ich derzeit noch keine Verwendung. Das müsste es gewesen sein. Dann gehen wir hoch. Zur Emma LaFontaine. Ah, ich sollte alle auswählen. Alle auswählen hier. Kommen die? Schick schaut's aus. Ich spiele selten Spiele, die so schön aussehen. Kennt mich ja. Also nicht, dass ich es freiwillig mache, also absichtlich machen würde, aber naja, ihr wisst, wovon ich spreche. So, jetzt bin ich gespannt, was hier passiert, ob wir uns hier einfach durchlassen. Are you Miss LaFontaine's mess? Go on inside. They're expecting you. Ja, wir sind die Söldner von Miss LaFontaine. Kann ich mit dem reden? Wir probieren was mal. There is something unknowable here. You're welcome. Wir haben uns, die haben sich um die Legionstypen gekümmert, ja. Kann man hier was looten? Vielleicht keine gute Idee, oder? Hacken mit Tor, nee. Komm, jetzt gehen wir erstmal rein. Ich würde jetzt gern stilvoll da reingehen. Vielleicht kann man auch irgendwie gehen und nicht nur laufen. I wanted to warn you, but you were already en route. Legion forces have landed on Ernier. They even tried to attack us here at the villa. I can't imagine what they want with this tiny island. Gott sei Dank, sie haben es geschafft. Ich wollte sie warnen, aber sie waren bereits auf dem Weg. Streitkräfte der Legion sind auf Ernie Island. Sie haben sogar versucht, uns hier der Villa anzugreifen. Welchen Wert sollte so eine winzige Insel für sie haben? Naja, sie wahrscheinlich. It is neither Ernie Island nor my villa they want. It is you. Perhaps they think capturing you would make your father more cooperative. Corazon Santiago, wer auch immer das ist, sagt, es ist weder Ernie Island noch meine Villa, die sie wollen. Sie wollen sie. Vielleicht glauben sie, dass ihr Vater kooperiert, wenn sie sie gefangen nehmen. Then I'm sorry I came. I didn't mean to put anyone else in jeopardy. Sie wollte niemanden in Gefahr bringen. Don't sweat it. You got yourself a grizzly now. You got yourself a grizzly now. Ganz ruhig, sie werden von einem Grizzly beschützt. The only people in jeopardy will be the Scuzzwords who took your father. Die einzigen Leute, die jetzt Angst haben, müssen sie die dreckigen Führer ihres Vaters. Ja, mit denen werden wir fertig oder man hat sich schon besser bei uns bedankt. Wir sagen, mit denen werden wir fertig. I am so grateful to hear you say that. Grandchien's own government can't do a thing to help. I am reassured by your confidence. Here, ja, die Regierung ist machtlos und wir müssen es machen. Zeichen ihrer Dankbarkeit. Ja, $2000. $2000 ablehnen. Nee, das nehmen wir natürlich an. Wir sind Söldner. You're quite welcome. Ist mir eine Freude. As to beginning your search, I suppose questioning the Legion soldiers on Ernie about my father would be a good way for you to start. Also, wir sollen die Soldaten der Legion hier auf Ernie Island zu ihrem Vater befragen. Das wäre ein guter Anfang. This is Corazon Santiago. She's the director of operations in Grand Chien for the Adonis Corporation. Her people encountered the Legion face to face.
She will manage additional funding while you are in the field. Corazon Santiago gehört zur Adonis Corporation hier in Grand Chien. Grand Chien heißt übrigens, Chien, es müsste Hund sein auf Französisch, oder? Der große Hund. Ihre Leute standen der Legion Auge in Auge gegenüber. Die Adonis Corporation, da haben wir vorhin schon irgendwas gehört, sieht mir danach aus, als wenn die ja, Diamantenhandel oder sowas betreiben. Auf alle Fälle scheinen die da Interesse dran zu haben, Minen. It is good to meet you. As Emma said, I will provide you with a cut of the proceeds from the Adonis Diamond Mines to help fund your mission as you liberate each one from Legion control. Wie Emma bereits sagte, erhalten sie ein Stück der Gewinne aus den Diamantenminen von Adonis. Das soll sie dabei unterstützen, jede einzelne Mine von der Legion zurückzuerobern. Just so you know, I like my cut nice and thick. Aha, Blood mag sein Stück Fleisch. The Legion has overrun the island, capturing the town and the old fortress. Liberating the town is essential to securing transport to the mainland. But securing the old island will ensure you have a good base of operations. Additionally, the locals may be appreciative and give useful intel. Die Legion hat die Insel überrannt und das Dorf sowie die alte Festung eingenommen. Um den Transport zum Festland zu sichern, muss also das Dorf befreit werden. Befreien Sie jedoch die ganze Insel, steht Ihnen eine gute Operationsbasis zur Verfügung. Vielleicht sind die Einheimischen sogar dankbar und geben Ihnen Infos. Das hört sich gut an, Operationsbasis. Like I just had a good bowel movement. Was gibt es noch über die Legion zu wissen? Erzähl uns mehr über Ernie Island. This island is isolated and defensible and will serve as a good launch point for missions into the Ajani River Valley. The people here are docile but resourceful. Help them and they'll help you. Also die Insel ist abgeschottet und gut zu verteidigen. Sie eignet sich gut als Ausgangspunkt für Missionen im Ajani-Flusstal. Menschen sind sanftmütig, einfallsreich und sie helfen uns, wenn wir ihnen auch helfen. Some may prove more helpful than others, I'm sure. But you should talk with as many of them as you can. They may have information that could be of use to you. Wir sollen mit möglichst vielen Leuten reden, die könnten Informationen haben, die nützlich sind. Please excuse me, I must take this. Klingelton aus den 90ern. Yes. No. Just tell them to wait. Just tell them to wait, goddammit. Auf was sollen sie denn warten und wer? Where were we? Ich bitte um Verzeihung, wo waren wir? Cable guys. Lass mich raten, irgendeine Nervensäge. Übersetzung ist wieder relativ frei im Deutschen. Cable Guys, also hier die Leute von Kabelunternehmen, um was zu installieren. It was nothing that concerns your mission. It was simply certain logistical issues that require my attention from time to time. Again, I apologize. Do you have any further questions for us? So, betrifft anscheinend nicht die Mission. Das glaube ich jetzt nicht so richtig, aber gut. Was gibt es noch über die Legion zu wissen? Led by a man calling himself the Major. It is the largest paramilitary group in the region. They seized all our diamond mines before my security teams could respond. They are brutal bullies, but not smart or well trained. They should be no match for Legion wird vom Major angeführt, die größte paramilitärische Gruppe dieser Region. Sie haben alle unsere Diamantenminen erobert, bevor meine Sicherheitsteams reagieren konnten. Sie sind Tyrannen, aber nicht besonders klug oder gut ausgebildet. Gegen professionelle Soldaten sollten sie keine Chance haben. Ja, ein typischer Amerikaner, immer ein bisschen vorlaut vorneweg. Der Stratz, an wen erinnert mich denn der? Wer ist der Major? Perhaps the biggest warlord in Grand Chien. Not much is known about him, except that he runs the Legion like a cult of personality. He is both worshipped and feared. It's likely you'll have to deal with him directly in order to rescue my father. Der womöglich mächtigste Warlord in Grand Chien, über ihn ist nicht viel bekannt, außer dass er die Legion wie einen Personenkult anführt. Er wird sowohl verehrt als auch gefürchtet. Sie werden sich vermutlich persönlich um ihn kümmern müssen, um meinen Vater zu retten. Gut. Viel Glück, auf Wiedersehen. Erobere das Dorf Ernie zurück. Die Dorfbewohner können dich... Jetzt habe ich die Insel nicht, die Nachricht nicht gesehen. Du kannst mit Hilfe der Satellitenansicht die Befehlsmenü an einen anderen Ort reisen. Jetzt schauen wir da nochmal rein. Browser, E-Mail. Was haben wir denn hier? Ungelesen. Der Newsletter. Der Newsletter des Daily Chien. Exekutionen, Zusammenstöße, immer noch vermisste Anführer.
Einen frohen April euch allen. Hier ist Carrie mit den aktuellsten Nachrichten aus Grand Chien. Der eiserne Griff, in dem die Legion das Herz der Nation hält, scheint kein Stück nachzulassen. Bericht zufolge ist in der Kleinstadt Ernie, ich nenne es jetzt nicht Ernie, sondern Ernie, hört sich französisch an, das passt glaube ich besser, an der südlichen Küste von Grand Chien eine Hinrichtung gegeben. Ein Bewohner der Stadt soll aus seinem Haus geschleift und im Zentrum der Stadt wegen Aufsässigkeit gegenüber der Legion getötet worden sein. Es scheint, als könne sich die hehren Ziele der Legion nicht mit ihren Methoden messen lassen. Wisst ihr was? Da lesen wir jetzt mal nicht rein, weil noch weiß ich gar nicht. Weitere Gefechte bei Pantagruel. Schauen wir mal später rein, was mal alle Nachrichten. Ja, das war's. Notizen. Erobere das Dorf Ernie zurück. Die Dorfbewohner können dich auf dem Seeweg von der Insel bringen. Das Dorf Ernie H2 ist von der Legion besetzt. Den Major zur Strecke bringen und Rettung des Präsidenten. Okay. Bastian. Ein zwielichtigen Typen namens Bastian am Strand von Flag Hill getroffen. Bastian und seine Familie haben ein Versteck in The Rust. Okay. Schließen wir mal. Satellitenansichtsmenü. Schauen wir hier mal rein. Reise zum Dorf Ernie. Dann machen wir das doch. Kann man da direkt hinreisen oder muss man über das Feld gehen? Über I2 wahrscheinlich, oder? Ja, tatsächlich. Route I2 nach H2. Gesamtzeit 14 Stunden. Ankunftszeit 20.49, 4. April. Ah ja, wir haben jetzt den 4. April, aber offensichtlich früh am Tag. Truppgeschwindigkeit plus 36. Du hast keinen Zugang zu einem Hafen, um Wassersektoren zu überqueren. Mhm, ist klar, okay. Ja, dann müssen wir so gehen. Come on! Machen wir das mal. Im Sektor sind feindliche Streitkräfte aktiv, bereit machen zum Angriff. Na dann, kämpfen wir. 6 Feinde, 5-mal Scherge und einen Scharfschützen. Du kannst zusätzliche Aktionspunkte für das Ziel einsetzen, wodurch du deine Trefferchancen erhöhst. Das haben wir schon gehabt. So. Hallo! Hallo! You got it. Copy that. Können die in die Hocke gehen? Ah ja. Dorfbewohner, ja, mit dem kann man reden. Are you commandos, like in the movies, coming to shoot those Legion bandits? Ob wir Kommandos sind, die Banditen erschießen? Sieht mir ganz danach aus, ich muss nach Norden, gell? Copy that! Come on! Da gibt's ja irgendwo ein paar schöne Waffen. Come on! Hey, check it out! Could be useful. Kräuter. Ja? Your decisiveness is inspiring. I should be working out. Vier Medikamente gesammelt, dann haben wir hier noch was. Plündern mit Steroid. There is some protein powder in here. Und weitere Medikamente. Sonst haben wir hier nichts. Ja. No sweat. Found this guy's one. Nutze diese Schaltfläche, um mit dem Schleichen zu beginnen. Das Totenkopf-Symbol bedeutet, dass du eine Chance auf heimliches Töten hast. Also wir sollen jetzt mal schleichen. Haben wir hier irgendwo Feinde? If you are quiet in your mind, you are quiet. Sie sehen zwar, aber ich sehe sie nicht. Wo sind sie denn? Spinne ich jetzt? Go in stealth mode. I am one with the stillness of everything. Go in dark. Der Grizzly sieht jemanden. Bin ich jetzt blind? Ah, hier. Okay. Da wäre es doch optimal, wenn wir mit 2 Mann über die rechte Seite gehen. Nehmen wir mal unseren Arounder, den Grizzly und den Präzisionsschützen. Ja. Keeping it quiet. Quiet and deadly as the plague. Schauen wir mal. Die anderen beiden Jungs. Be quiet now.
I like to go barefoot when What is taking Bastian's boy so long? Think I heard more gunshots. They were supposed to just sneak past the guard and kidnap the bitch. Take it easy. They probably sneaked in, then shot them. Then I guess maybe they shot some more of them or shot them again, just to be sure. What if someone sneaks up on us just like that? Never happened. We are way too smart for that. Yeah, yeah. Running silent. Huh? Aber die beiden sind nicht verborgen, oder was? Doch. Kann man eigentlich pausieren? Pausierbare Echtzeit? Sieht nicht so aus. Ich würde den anderen beiden Jungs ein bisschen näher rankommen. Ich kann mal einen im Nahkampf hier erledigen. Jetzt haben sie es gesehen. So, jetzt in gemächliche Runden. Strategie. Wie viele Gegner haben wir? 4. Hier stehen wir gar nicht schlecht. Blood. Unser Präzisionsschütze. Ich denke mal, da können wir eigentlich relativ nah rangehen. Ja. Haben noch 8 Aktionspunkte dann. To make mince meat here. Einen Schuss kriegen wir raus. Trefferwahrscheinlichkeit. Die Frage, wo steht hier eine Trefferwahrscheinlichkeit? Oberkörper. Status flankiert und gepanzert. Das sind wir wahrscheinlich, oder? Flakweste. Gepanzert. Die Durchschlagskraft des Angriffes ist zu gering, um die Rüstung zu durchdringen. Du verursachst weniger Schaden und es gibt für diese Angriffe keine Crit-Chance. Okay. Aber wie groß ist die... Ist die Wahrscheinlichkeit zu treffen, die sehe ich jetzt hier nicht. 40 Schaden, 17 Schaden. Ich probier's mal mit dem Kopf. Perfekt. Trefferwahrscheinlichkeit habe ich jetzt trotzdem noch nicht gesehen. Muss mal schauen, die muss es ja irgendwo geben. Schleichen beenden. That's such a good place for me to be. Kann ich die auch durchtauschen hier? Jetzt muss ich mal schauen, wenn ich mich hier bewege. Ach, er verbraucht 6 von 9 wahrscheinlich. Schauen wir uns das mal an. Wir haben jetzt noch 4 Punkte übrig. Just hold still, damn you! Ebenfalls eine Weste. Also der Weste hier an. Ziel ebenfalls auf den Kopf. Oh, der ging massiv daneben. Unterbrechen Einzelschuss. Okay, das heißt, hier hat eine Mechanik gegriffen, dass der Gegner quasi zwischendrin auch einen Zug bekommt. Sehr gut. Ich wollte eigentlich genauer zielen, hat nicht geklappt. Warum, weiß ich noch nicht. Werde ich noch rausfinden. Ja, sehr schön. Hat geklappt, Tor. Was müsste da mit meiner Runde? Grizzly hat noch 9 Punkte übrig. Heben wir mal den Schleichmodus ebenfalls auf. Ah, okay. Bis zum blauen Bereich. Danach werde ich noch schießen können. Und in dem Bereich hier außen nicht mehr. Gehe ich jetzt mal davon aus. Zug beenden. Verbinde einen beliebigen Söldner, der Trefferpunkte verloren hat. Habe ich denn einen, der Trefferpunkte verloren hat? Noch nicht. Doch, ein Hammer. Deine Doc mal drum kümmern. Hier stand's. Moment. Benutze einen Ersthilfekasten, um einen Söldner zu verbinden und basierend auf deinem Medizinwert verlorene Trefferpunkte wiederherzustellen. So, wie sehe ich das denn am besten, wer hier Trefferpunkte verloren hat? Auf einen Blick.
Der hier, 87 hat er noch, der hat welche verloren. Tatsächlich würde ich ihn jetzt noch nicht verbinden. Sondern erst ein bisschen warten, ich weiß nicht, wie sich das mit dem Medizinkasten verhält. Steroid. Ah. Schauen wir uns mit Steroid hier rüberkommen. Over there. We must be well groomed for battle. Ja, komm, wir probieren es aus. Muscles. Verbinden. Wende etwas Zeit auf, um einen verletzten Verbündeten zu verarzten. Du kannst keine anderen Aktionen ausführen, während du verarztest. Dein Verbündeter wird sich nicht bewegen, aber weiterhin angreifen können. Stabilisiere Verbündete mit dem Status am Boden oder regeneriere 87% ihrer maximalen Trefferpunkte. Endet deine Haltung zur Hocke. Okay. Nee, ich mach's noch nicht. Dafür ist er noch nicht verletzt genug, dass ich jetzt hier wertvollen Medizinkasten aufgebe. Gehen wir mit denen jetzt mal hier rüber auf die Flanke. You got it. Die Frage, ob ich hier geschützt bin. Ah, hier. Davor komme ich gar nicht. Ah, wir können also von den unterschiedlichen Positionen aus sehen. Wenn die Striche hier rausgehen, habe ich Sichtkontakt auf die Gegner. Das ist angenehm. Schönes Feature. Repositioning. Zugende. Au, Mist. Schauen wir mal hier den mobilen Schuss. Was kann ein Steroid nochmal alles? Inventar auf I. Ich habe doch hier irgendwelche Jungs mit Messer angegriffen. Ah, der Blatt. Blatt kann es mit Messern und der Grizzly. Ready for a fight. Probieren wir es mal. Gehen wir mal da ran. Messer werfen. Einmal auf den Hals. Aber ich sehe immer noch keine. Probier es nochmal ein Messer werfen. Wo stehen die Wahrscheinlichkeiten? Genauigkeit, Geschicklichkeit plus plus. Aber Wahrscheinlichkeiten stehen hier nicht. Gut, hat's auch nicht gebraucht. Waren es jetzt alle vier? Ja, sieht gut aus. Dann plündern wir mal. What is up, man? 9mm Munition. Und eine Browning. Die geben wir mal dem Steroid mit. Der kann die wahrscheinlich am besten reparieren als Mechaniker. Eine Drahtschere. Ja, die gebe ich auch dem Steroid. Und eine Stabgranate. Was, die packen wir jetzt mal hier. Ah, jetzt habe ich gerade auch noch gesehen. Moment, ich pack's jetzt mal hier rein. Der Blatt müsste gut werfen können. Es gibt unterschiedliche Munitionen. 9mm Standard und hier Hohlspitz. Fügt Blutung hinzu. Reißt natürlich größere Wunden, hat wahrscheinlich auch mehr Schaden. Noch irgendwelche Sachen, die wir entdecken können. Leg mich mal hier runter, ob hier nicht noch irgendwas ist. Nee. Blood here. What is up, man? Da ist nichts. Okay, jetzt hier rüber.
Schauen wir uns natürlich an, was da noch oben zu finden ist. Every journey begins with a single step. Jetzt mal davon aus, dass hier im Lager wieder deutlich mehr los sein wird. Und ich will sagen, jetzt haben wir eine Stunde gespielt. Mir gefällt es ganz gut. Ich werde das Ganze also erstmal auf alle Fälle weiterspielen. Und mich würde sehr freuen, wenn euch das auch gefällt, wenn ich mal so ein Spiel spiele. Auch groß, ohne große Vorbereitung, ohne groß zu Karten zeichnen. Wenn es euch gefällt, wenn ihr gerne sowas auch weiterhin sehen würdet wollen, lasst bitte gerne ein Like da und auch mal den ein oder anderen Kommentar. Würde mir sehr, sehr helfen, dass das Video auch ein bisschen sichtbar ist. Ist für mich jetzt tatsächlich der erste Versuch, mal was zu spielen, was ein bisschen mehr im Mainstream ist. Wobei, stimmt nicht, Crusader Kings habe ich ja auch schon gespielt. Aber vielleicht ist euch diese Abwechslung auch ganz recht. Lasst mir gerne einen Kommentar dann, würde mich darüber freuen, wie ihr das so seht. Und ja, sehen wir uns nächste Folge. Bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht's gut. Ciao, Pferdzeug, Servus.